Das sind schon ungefähr 8 Monate gegangen, wo der Frank Rosin bei uns war. Also Anfang war natürlich super, wir haben alle sehr gefreut, wir haben alle motiviert. Der Fabrizio, meine Koch, der war super begeistert von ihm. Und dann halt leider ist dann Corona gekommen, wo wir alles schließen mussten. Denn Mitte März ging das ganze Land in den ersten Lockdown. Nur einen Monat nach Frank Rosins Besuch. Wo ich echt in einem Tag, wo ich das gehört habe, am Montag war das, dass wir am Mittwoch das ganze Restaurant geschlossen waren. Ich habe erst mal zu Hause geweint, glaubt ihr mir. Ich habe richtig geheult, weil ich habe gesagt, wir haben uns so viel Mühe gegeben und alles umgestellt, neue Konzept gemacht mit dem Frank, wo alle begeistert waren. Denn als Frank Rosin Anfang des Jahres in Anjas Restaurant gerufen wird, hat die 50-Jährige schwere Monate hinter sich. Was ist los? Was hast du denn für Probleme? Ja, dass wo mein Mann verstorben ist, vor einem Jahr, da haben wir mitbekommen, dass der Bruder Krebs hat. Über 20 Jahre hatte Anja das Restaurant mit ihrem Mann Natale geführt. Seit seinem Tod im vergangenen Jahr ist sie auf sich allein gestellt. Und ich habe auch halt Angst, ob ich das schaffe, ja. Ja, das kann ich verstehen. Ja. Das ist eine schwere Belastung. Als ich die Geschichte gehört habe, habe ich gedacht, wow. Eine emotionale Herausforderung, auch für Frank Rosin. Er erkennt schnell, wo das Hauptproblem des Restaurants liegt. Wie viele Gerichte haben wir denn jetzt hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 70, 436. Und bei 136 komme ich dann zu Wiener Schnitzel. Die Karte ist ein Sammelsurium an Gerichten. Eine kulinarische Linie fehlt. 228 Gerichte auf einer Speisenkarte. Das ist absoluter Monster-Rosins-Restaurants-Rekord. Der Plan, eine kleinere Karte und nur noch frische italienische Küche. Wenn ich in Italien bin, ne, dann kommt einer und sagt, Mama hat heute gekocht. 1, 2, 3, 4, 5. Basta. Und dann wissen die Leute, es ist frisch, es ist Seele, es ist Handarbeit. Der Koch Fabrizio setzt mit großer Leidenschaft die Ideen von Frank Rosin um. Von nun an soll es nur noch frische Pizza und Pasta geben. Doch dann kommt der erste Lockdown. Dienstag haben wir noch, glaube ich, abends noch mal aufgehabt. Mittwoch war wieder zu. Bin ich einkaufen gegangen auf die alte Speisekarte leider für den Lieferservice. Und dann ab Donnerstag haben wir halt mit Lieferservice angefangen. Weil bei einem großen Online-Lieferdienst die alte Speisekarte gespeichert ist, beschließt die 50-Jährige, das neue Konzept erstmal auf Eis zu legen. Ich weiß, der Fabrizio, der hat das mit Herzschmerzen, wo muss man wieder die Fritteuse halt hier holen von der Keller, wo der auch wieder auf alte Speisekarte die Schnitzel und die Tortellini Panna kochen musste. Der war so sauer. Ja, er könnte dann damit nicht klarkommen. Also, und dann haben wir uns als leider getrennt in dem Zeitpunkt. Ab Juli kommen wieder Gäste ins Restaurant. Auch dann behält Anja die alte Speisekarte bei. Denn die Schnitzel werden viel bestellt. Der Lieferdienst macht im Oktober rund 70% des Umsatzes aus. Die Gäste essen lieber zu Hause als im Lokal. Angelika! Anja hat die Rolle der Köchin übernommen. Unterstützt wird sie von Küchenhilfe Angelika, die, wie die Chefin, aus Polen stammt. Für Anja beginnt nun jeder Morgen mit der Zubereitung eines Gerichts, das Frank Rosin in der Küche der alten Post eigentlich nicht mehr sehen wollte. Doch genau das wird häufig bestellt. Ich verkaufe jetzt also auch um 100 Schnitzel die Woche, also bei Lieferservice Abholung. Auch Cordon Bleu und so Sachen. Deswegen mache ich das auch jetzt weiter, von der alten Speisekarte, ja. Und die Schnitzel sollen richtig gut sein. Anja bereitet sie jeden Tag frisch zu. Das Fleisch bezieht sie von einem Metzger aus dem Ort. Der sagt jetzt aua, 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 aua. 9 verschiedene Schnitzelvariationen und 2 Arten Cordon Bleu hat sie im Angebot. Aber auch wenn sie oft bestellt werden, die alte Post soll weiter vor allem ein italienisches Restaurant sein. Francesco, tutta post. Koch Francesco ist weiterhin an Bord. Er ist für die Pizza zuständig, den Verkaufsschlager in der alten Post. 80, 100, dipende. Fine settimana anche più di 100, dipende come va venerdì sera. Seit knapp einem Jahr arbeitet der Sizilianer in Anjas Restaurant und er hat das Pizzamachen im Blut. Da quando avevo 13 anni so fa la pizza. Adesso ne ho quasi 26, sono 13 anni quasi che faccio pizza.
Ah ja. Diese Arbeit muss man machen mit Herz. Oder ist besser, man macht nichts. Ja. Jeden Tag bereitet der Pizzabäcker Teig für 100 Pizzen vor. Sie sind die zuverlässigste Einnahmequelle der Alten Post. In diesen Zeiten kommt es fast auf jeden Euro Umsatz an. Unter 1000 Euro am Tag geht gar nicht normalerweise und Wochenende mehr. Also das ist nur, dass ich die Kosten decke. Und ja, wenn ich irgendwie auch was verdienen sollte, dann muss halt ein bisschen mehr sein. Rund 1200 Euro Umsatz am Tag. Ob das heute gelingt? Am späten Vormittag kommt per Telefon die erste Bestellung des Tages rein. Das wird 12 Uhr. Für eine Schule halt. Ja. Am meisten Pizzen. Eine Schule in der Nähe hat mehr als 20 Pizzen geordert. Und so ist erstmal Francesco gefordert. 27 verschiedene Variationen stehen auf der Karte. Sie kosten zwischen 5 und 14 Euro. Aber wie steht es mit der Qualität? Das wollte auch Frank Rosin wissen. So, und die Pizza ist auch fertig. Pizza Prosciutto, ja, Pizza Schinken, die du bestellt hast. Besteht Francescos Pizza den Geschmackstest von Frank Rosin? Was ich nicht verstehen kann, ist, es gibt so eine eiserne Regel, ne? Die Pizza muss immer größer sein als der Teller. Hier ist der Teller größer als die Pizza. Aber schmecken tut sie. Und darum halte ich sie mir jetzt auch ein. Die Pizza hat den Sternekochtest bestanden. Fa molto piacere sentirlo dire da Frank. La pizza è uscita benissimo. Fa molto piacere. Anche la cucina è andata tutto bene. Tutti abbiamo lavorato benissimo quel giorno. Während die ersten Pizzen in den Ofen kommen, klingelt das Telefon. Gegen 12 Uhr nimmt Servicekraft Robert die nächsten Essenswünsche an. Auch Online-Bestellungen sind möglich. Nächste Bestellung. Okay. Francesco, perfekt. Danke. Die Kunden können für eine Uhrzeit ihrer Wahl bestellen. Wichtig also, dass alle in der Küche gut organisiert arbeiten. Wer möchte, kann das Essen dann im Restaurant abholen oder nach Hause liefern lassen. Jacqueline. Pizzabotin Jacqueline fährt das Essen zu den Kunden. Dienstags hat sie besonders viele Touren, da an dem Tag viele umliegende Restaurants geschlossen sind. Also mittags habe ich da auch teilweise schon 14, 15 gehabt in 3 Stunden. Da ging das dann aber auch von Nidderau, Maintal, Hanau in alle Ecken und ich bin ja mittags alleine. Ja, da kann man schon ein bisschen Gas geben. Schließlich soll das Essen ja warm und pünktlich bei den Kunden ankommen. Nach den Pizzen werden Schnitzel am häufigsten bestellt. Jedes einzelne paniert Anja frisch. Doch mit der Zubereitung ist sie nicht zufrieden. Das will ich auch ändern, also wenn ich ein Schnitzel anbiete, dass das original deutsch gemacht werden soll, ja. Weil wir machen das schon seit Jahren. Früher war das Dreck in die Fritteuse halt. Jetzt machen wir das Schnitzel halt in die Pfanne, aber nur mit normalem Öl. Und ich weiß, das kann man auch in Butter braten oder so, aber das habe ich noch nie gemacht. Heute soll der Freund von mir, der Klaus, kommen, der ist deutscher Koch. Und er wollte mir das auch zeigen halt. Und noch etwas anderes ist Anja ein Dorn im Auge. Appetitliches Anrichten ist beim Lieferservice eher schwierig. Die mache ich halt in diese Aluschälchen. Die stören mich mittlerweile, die ganze Plastik. Jetzt bin ich halt auf eine Alternative, nach anderer Verpackung zu suchen. Also ich möchte ganz von Plastik, Polyester und so weiter rausgehen. Weil ich denke, gerade Aluminium, das ist sehr schädlich. Das verändert den ganzen Geschmack von das Essen. Deshalb hat Anja Ersatz für die alten Verpackungen bestellt. Die Lieferung kommt heute noch. Ende Oktober sind die Restaurants noch geöffnet. Um 13 Uhr treffen 2 Gäste ein. Ich möchte die Pizza Diablo. Super. Dankeschön. Ich danke euch. Im Restaurant bietet Anja neben der alten Speisekarte ein paar neue Pasta-Gerichte an, die Frank Rosin für ihr Lokal entwickelt hat.
Ach, Teller brauche ich. Die Spaghetti auf Tellern anzurichten ist schon die Ausnahme geworden. 70% des Umsatzes kommen im Oktober über den Lieferservice. Ja, Spaghetti. Und so bleiben auch heute diese beiden die einzigen Gäste, die am Mittag zum Essen ins Restaurant kommen. 1.200 Euro müsste Anja am Tag einnehmen, um vom Lokal leben zu können. Wie viel sind es bisher? So, ja, also im Restaurant haben wir 2 Gäste gehabt. Habe ich auch eben geguckt, glaube ich, 27 Euro. Jetzt Lieferando haben wir auch eine Bestellung gehabt nur. Und so andere telefonische Bestellungen, da haben wir ein bisschen mehr. Da haben wir um 200 Euro gemacht halt. Also sag mal 250 Euro, alles zusammen. Also traurig ist halt, dass drinnen nur 2 Gäste da waren, ja. 27 Euro drinnen. Dann kann man normalerweise sich keine Bedienung auch mal leisten mit dem Umsatz. Ja. Hallo Anja, grüß dich. Hi. Hallo, hi. Na, geht's gut soweit? Ja, danke. Und selbst? Freut mich. Ja, danke. Ach, super. Auch mein Pizzakarton ist endlich da. Wow. Wir haben dir alles mitgebracht, was du brauchst. Super, freut mich. Kann ich es auf den Tisch legen? Ja, genau. Bei Verpackungsprofi Henry Herbert hat Anja nachhaltige Kartons für ihren Lieferservice bestellt. Tada! Schrift ist schön. Ja, sehr schön. Und was wichtig ist, dass man gerade auch ganz schön sieht im Vergleich jetzt zu den Standardkartons, ja, dass die Naturkartons, also weniger ist immer mehr, auch was die Bedruckung angeht, im Vergleich zu den Standardkartons, die sind mit so viel umweltschädlicher Farbe bedruckt. Und auch das versuchen wir zu reduzieren. Die zweite Neuerung, eine Folie, die verhindert, dass Fett und Käsereste von der Pizza an den Karton gelangen. Das heißt, der Kunde kann den Pizzakarton nehmen und artgerecht entsorgen im Altpapier. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Ne? Nee, das wissen die meisten nicht. Okay. Denn eigentlich gehen die meisten davon aus, es ist Altpapier, schmeißen den da rein. Ja, das tue ich auch. Das ist eigentlich verboten. Anja möchte in Zukunft das ganze Takeaway-Angebot in umweltfreundlichen Verpackungen verkaufen. Und hier kommen die Pastagerichte rein. Dann darf ich mal gucken, ja, wer das dicht überhaupt, wenn man die Soße, heiße Soße, Öl, alles drum und dran reinmacht? Das ist mit Maisstärke beschichtet innen drin. Okay. Das heißt, das kann 100% können da Soßen rein, Pastasoßen, auf Nudelsoßen, etc. Ja, da werde ich den heute ausprobieren, ne? Ja. Bestimmt, auf jeden Fall. Dann werde ich dich anrufen und werde ich dir Bescheid geben. Ja. Leider hat Nachhaltigkeit ihren Preis. Zwischen 6 und 30 Cent mehr pro Verpackung muss Anja investieren. In finanziell angespannten Zeiten eine Entscheidung, die nicht leicht fällt. Ich bin vielleicht die Einzige hier bei uns in der Umgebung, die sowas macht. Also die keine billige Plastik oder Polyester oder wie heißt das Zeug kauft, sondern auf die auch Natur, diese Nudelverpackung, Pizzaverpackung gehe. Das wird bestimmt auch geschätzt, denke ich mir. Ob sich die Investition wirklich rechnet? Mit dem Mittagsgeschäft bislang sind heute nur 250 Euro in die Kasse geflossen. Hoffentlich kommen am Abend mehr Gäste ins Restaurant. Servicekraft Sabrina war bei Frank Rosins Besuch dabei und merkte, wie gut das neue Konzept bei den Gästen ankam. Wir haben positive Resonanz bekommen, von den Speisen her auch viel Probierfreudigkeit. Deswegen bietet Anja neben der alten Speisekarte auch neue, frische italienische Gerichte an. Ja, kannst du kurz? Ja, klar. Was denkst du, was brauchen wir noch? Also Ricotta auf jeden Fall, ne, muss man holen. Hast du alles für die Füllung? Für die Füllung? Ne, Ricotta fällt, also wichtige Ricotta. Pilze habe ich. Pilze haben wir. Für den Teig, den Mehl kann man noch holen. Wir wollen auf jeden Fall die Karte verkleinern, das wir auch jetzt schon gemacht haben. Wir liefern nicht alles. Aber wollen auch ein paar neue Gerichte machen, die wir auch mit den Frank hier gekocht haben oder in dem Zeitpunkt, wo der hier war, gemacht haben. Das wollen wir dazu machen. Und wir wollen heute auch die frische Mezzalune noch mal kochen. Die Teigtaschen, genannt Mezzalune, also Halbmonde, hatte Frank Rosin gemeinsam mit Koch Fabrizio zubereitet. Eine Füllung aus Ricotta und frischen Pilzen. Dazu hausgemachte Tomatensauce. Einfach, oder? Das hat der Frank mit dem Fabrizio als Geheimnis gekocht. Ich soll draußen bleiben. Und werde ich das heute, also ich habe die probiert, wie die das gemacht haben. Und ich werde das heute selber auch probieren zu machen.
Für echt italienisches Essen müssen natürlich authentische Zutaten her. Tochter Dilara begleitet ihre Mutter zum Einkaufen ins 20 Kilometer entfernte Hasselroth zu einem italienischen Supermarkt. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Lore, mi puoi aiutare? La ricotta mi serve, domani facciamo anche la pasta. La ricotta? Alla ricotta, dobbiamo fare pasta fresca. Questa qua. Die gebürtige Polin spricht fließend Italienisch und ist hier Stammkundin. Ich brauche auch noch den Mehl für die frischen Nudeln, wie wir machen. Du hast mir einmal gesagt, es gibt spezielle Mehl für frische Nudeln. Ne? Da kann man auch holen. Das ist natürlich sehr schwierig, weil ich habe jetzt die ganze Verantwortung. Also alles. Ich muss draußen gucken, ob alles stimmt, ob die Kerzenstände sauber sind. Ich muss Küche gucken, einkaufen. Also habe ich noch mehr Aufgabe als früher. Also und gerade jetzt so mit den frischen Nudeln, das ist natürlich auch eine große Herausforderung für mich für heute. Eigentlich sollte sich Anja aus der Küche heraushalten. So war jedenfalls der Plan des Sternekochs. Frank Rosin hatte eine klare Meinung, was die Kochkenntnisse der 50-Jährigen angeht. Also Fabrizio, was wirklich es in keinem Restaurant in Italien gibt, ist, warum macht man dieses... Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Ja, gut, dann geh bitte aus der Küche raus und lass den Fabrizio seine Arbeit machen. Okay. Okay? Du darfst mit deinen Vorstellungen das Konzept nicht durcheinander bringen. Wir brauchen eine klare Struktur, eine ganz klare Küchenlinie. Und wenn du hier reinkommst, ne, und kommst mit deiner Hilflosigkeit dazu, dann wird es und ist es nicht authentisch. Harte Worte, die sich Anja zu Herzen genommen hat. Also ich habe mir ein Rezept ausgesucht für den Teig von YouTube von einem italienischen Koch. Das Rezept besteht aus Weizenmehl, Hartweizengrieß und 10 Eiern. Dann soll man alles gut miteinander verkneten. Doch das ist schwieriger als gedacht. Boah, braucht man keine Fitnessstudio. Boah, also echt brutal. Also Francesco, hilfst du mir, ja? Nimmst du denn da? Boah, oder so? Machst du weiter, bitte. Huh. Zum Glück hat Anja die starken Hände eines Profis an ihrer Seite. Und so kann sie sich um die Füllung kümmern. Dafür schwitzt sie Steinpilze und Champignons mit Zwiebeln und Knoblauch an. Und jetzt machen wir die Ricotta dazu. Auch wenn Koch Fabrizio nicht mehr da ist, die Liebe fürs Kochen ist bei Anja mindestens genauso groß. Ich liebe Kochen, also das mache ich sehr mit Leidenschaft natürlich, sonst, ich denke, würde ich auch nicht so lange hier, über 20 Jahre. Weil das sind in den 20 Jahren immer verschiedene Situationen, wo ich oft in die Küche muss und helfen muss. Also ich mache auch sehr gerne Pizza, liebe ich auch Pizza machen, kochen natürlich auch. Pasta hat Anja in all den Jahren aber noch nie selbst gemacht. Das ist heute ihre Premiere. Zum Ausrollen kommt der Teig in die Pizzamaschine. Die Schwierigkeit dabei, für gefüllte Pasta darf der Teig nicht zu dick sein. Ist er aber zu dünn, könnte er beim Füllen reißen. Versuchen wir jetzt die Form zu machen. Am Ende sollen die Nudeln aussehen wie kleine Halbmonde. Schauen wir mal, ne? Ah, die muss man erstmal nochmal so machen. Genau, hab ich vergessen. Sonst klebt das nicht. Werden die Nudeln nicht richtig verschlossen, könnte beim Kochen die Füllung auslaufen. Und die Arbeit wäre umsonst gewesen. Wow, sehr lecker, Anja. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja, ich hoffe, sind die lecker. Die sehen gut aus. Aber wie die schmecken, weiß man noch nicht. Es fehlt ja schließlich noch die Soße. Aus Zwiebeln, Knoblauch, Kirschtomaten, frischen Kräutern und etwas Anislikör. So, dann kommt die Sambuca. Das weiß ich, dass die auch ein bisschen reingemacht haben. Ich weiß nur nicht, ob die das direkt auf den Zwiebeln gemacht haben. Ob später. Ich gebe einfach so zu. Am Ende noch etwas Zitronenschale dazu. Und dann muss alles köcheln. An diesem Abend Ende Oktober dürfen noch Gäste im Restaurant essen. Doch es sind nur 2 Tische reserviert. Ob Anja ihr Tagesziel von 1.200 Euro heute erreichen wird?
Das Lokal war 20 Jahre lang das Wohnzimmer von Anja und ihrem Mann Natale. Und genau so hatten sie es eingerichtet. Schnickschnack und Nippes in allen Ecken. Sowas kommt bei Frank Rosin gar nicht gut an. Das hat sowas von einem alten Kaffeehaus, ne? So. Wenn die gut situierten Damen sich einfach treffen, ne? Ein Kaffee und 5 Eierlikör. Du weißt Bescheid. Das hat schon richtig was von Kitschbude, ne? Rosins klare Ansage, die Deko muss weg. Doch an jedem Stück hängen Erinnerungen an den verstorbenen Natale und die gemeinsamen Jahre. Für Anja ein emotionaler Moment. Das hat mein Herz geblutet. Da muss ich jetzt, weil ich da so alles leer gesehen habe, das ist wieder Teil von uns, also von mir, von meinem Mann, einfach in den Karton eingepackt und weg. Dennoch, Anja fasst sich ein Herz und wagt den Neustart. Aus dem vollgestellten Wohnzimmer wird ein einladender Gastraum. Erstmal war das alles so nackig für mich, total nackig, wenn man natürlich 20 Jahre in so alles Kitschbude lebt, von morgen bis abend, wie du das gesagt hast. Das war ungewöhnlich für mich, aber jetzt fühle ich mich ja wohl. Also ich finde jetzt echt, diese wenige ist mehr zur Zeit, also für mich, ja. Das gilt auch für die Küche. Weniger Gerichte und dafür höhere Qualität. Auch wenn Schnitzel und Cordon Bleu ein Überbleibsel aus alten Zeiten sind, will Anja sie besser machen als bisher. Dabei soll ihr heute der befreundete Koch Klaus Viering helfen. So, erzähl mal ganz kurz, wie hast du bisher deine Schnitzel gemacht? Also ganz, ganz früher haben wir in Fritteuse gemacht. Ja, das wollen wir ja nicht mehr. Nee, das wollen wir gar nicht. Ja. Also jetzt mache ich in die Pfanne mit ganz normalem Öl, wie Pflanzenöl, wie ich auch die Pommes mache und so weiter. Ja, nee, wir machen es richtig und heute ganz anders. Erste Lektion, das richtige Panieren. Nacheinander wendet Klaus die Schnitzel in Mehl, verquirlten Eiern und Semmelbröseln. So, und jetzt ganz wichtig bei der Panade, ganz locker und vor allen Dingen nicht festdrücken. Weil viele... Ja, das habe ich bis jetzt immer festgedrückt, siehst du? Weil umso lockerer und schöner wird die Panade. Lektion 2. Das richtige Fett. Gebraten wird nicht mehr in Öl, sondern in Butterschmalz. Butterschmalz ist ja nichts anderes. Butter wird erhitzt, damit die Flüssigkeit und die Mulge rausgeht. Und dadurch kann man dann das Butterschmalz noch heißer erhitzen und so weiter. Und es brennt nicht an. Und wie gesagt, vom Geschmack her ist es Butter und kein Öl. Lektion 3. Das richtige Braten. Wichtig, das Schnitzel muss im Fett schwimmen. So, und jetzt lassen wir das von der ersten Seite 1-2 Minuten, dann wenden wir es und dann tun wir es noch mal wenden und immer schön bewegen. So. Siehst du? Ja. Jetzt haben wir hier schon diese Rüstfarbe. Am Ende gibt Klaus noch etwas Butter für ein intensiveres Aroma dazu. Damit das Schnitzel später auf dem Teller nicht vor Fett trieft, lässt der Koch es auf etwas Küchenrolle abtropfen. Also heute Abend wirst du mir noch mal helfen, ne? Heute Abend machen wir das noch zusammen. Alleine, ja. Und schmeckt man den Unterschied? Schön saftig, ne? Buttrigen Geschmack. Richtig geil, echt. Eine Woche vor dem zweiten Lockdown nutzen diese Gäste die Chance, noch einmal essen zu gehen. 19 Uhr. Eine Woche vor dem zweiten Lockdown nutzen diese Gäste die Chance, noch einmal essen zu gehen. Bitte schön. Ich hätte gerne Spaghetti aglio olio. Gerne. Ich nehme ins Normalschnitzel. Schnitzel Wiener Art? Ja. Schnitzel mit Steinpilz. Ich nehme die Pizza Tonno. Pizza Tonno? Gorgonzola-Schnitzel mit Pommes bitte. Die Gäste bestellen einmal aus der ganzen Palette, die die Alte Post momentan zu bieten hat. Dann noch Beilagen, Salat mit Joghurt bitte. Ein Wiener Schnitzel, zwei Gorgonzola-Schnitzel, Spaghetti aglio olio und eine große Pizza Tonno. Ob die Bestellungen im Lokal und außer Haus heute reichen werden, um den Mindestumsatz von 1.200 Euro zu erreichen? Zunächst kümmert sich Anja um die Mezzelune, ihre ersten selbstgemachten Nudeln mit Pilz-Ricotta-Füllung. Perfekt. Schön. Das sind auch ganz, juhu. Ja.
wie viele Gäste haben wir da? Was haben die gesagt? Ich frage mal noch mal. Wie viele Tortelloni soll ich jetzt machen auf Teller als Probe? Weil ich habe die jetzt fertig. Ach, danke schön. Anju, hältst du mir? 8 kleine Teller, 8 Stücke, ein bisschen Soße, Stück Basilikum, ein bisschen Parmesan und raus. Die Mezzelune serviert Anja heute als kostenlosen Gruß aus der Küche. Wenn sie bei den Gästen gut ankommt, möchte sie diese Pasta in Zukunft regelmäßig und mit verschiedenen saisonalen Füllungen anbieten. Ob Anjas gefüllte Nudeln mit denen von Frank Rosin mithalten können? Das sind hausgemachte Mezzelune, gefüllte Teigtaschen mit einer Steinpilzfüllung und einer Tomatensauce. Ein kleiner Gruß aus der Küche. Guten Appetit. Danke. Vielen lieben Dank. Und wie schmeckt es? Mmh. Lecker. In der Küche bereitet Anja währenddessen gemeinsam mit Klaus und Francesco die Hauptgerichte zu. Es gibt pikante Pizza mit Chili, Pasta mit Tomaten und Oliven und zum ersten Mal die neuen in Butterschmalz gebratenen Schnitzel. Wird den Gästen der Unterschied auffallen? In der Zwischenzeit ist ein weiterer Tisch besetzt. Einmal die Trophy von Salsiccia. Danke. Bitteschön. Und einmal der Salat al Ciabelle. Dankeschön. Und etwas Brot dazu. Guten Appetit. Kurz darauf ist ein dritter, der insgesamt 17 Tische belegt. Obwohl Essen gehen Ende Oktober noch erlaubt ist, bestellen die meisten Gäste auch an diesem Abend Gerichte zum Abholen. Premiere für Anjas neue, umweltfreundliche Verpackungen. Mal gucken, ob das überhaupt dicht wird, ne? Also der ist ein bisschen zu groß, glaube ich, ne? Also ich kann ruhig kleinere nehmen. Das sieht so aus, dass der eine halbe Portion bekommt jetzt. Beim nächsten Mal nimmt sie einfach eine Nummer kleiner. Und wie klappt es mit den Pizzakartons? Nach und nach möchte Anja alle alten Verpackungen durch umweltfreundliche neue ersetzen. Im Gastraum genießen die Gäste ihr Essen auf liebevoll angerichteten Tellern. Es schmeckt sehr gut, sehr frisch und sehr lecker mit den Kapern und auch die Soße. Super lecker, scharf, so wie es sein soll. Schönen guten Abend. Wollte ich mal fragen, wie hat euch die Nudeln gefallen? Sehr, sehr lecker. Mit den frischen Steinpilzen gefüllt. Ja, genau. Ich würde die als Vorspeise auf die Karte mitnehmen. Okay. Toll. Und die Schnitzel auch in Ordnung? Das haben wir alles geschmeckt, ja? Ja? Okay. Ja, ja, merkt man schon, dass das anders gebraten worden ist. Ja, das ist halt Butterschmalz. Die Gäste sind satt und zufrieden. Doch mehr werden es an diesem Abend nicht. In der Küche ist es nach einer kurzen Stressphase sehr, sehr ruhig. Die Leute, denke ich mir, haben einfach Angst. Weil das war noch Zeit vor 2 Wochen, wo sag ich, wo das ist langsam wieder hochgegangen. Wir haben uns gefreut, auch wenn draußen kalt war. Die Leute sind trotzdem drinnen gekommen und drinnen gegessen haben. Und jetzt seit, sag mal, letzte Woche, wo immer verschärft wird, kommen immer mehr neue infizierte Personen, wird immer weniger. Also Tag von Tag wird immer weniger. Also langsam wieder so wie in Mitte März halt. Oder April, wo der da gar nicht war halt. Ja, aber also das macht mir richtig Angst, ja. Das macht mir echt richtig Angst. Um 20 Uhr macht sich Anja mit einem mulmigen Gefühl an die Abrechnung des Tages. Also brutto jetzt alles zusammen, ne? Habe ich ungefähr gerechnet. Also sind 800 Euro halt. Also ist viel zu wenig heute. Ungefähr 1500 muss ich machen oder 1200 wäre schon besser, aber 800 Euro, das ist mehr. Dazu kann ich einfach nicht sagen. Ja. Also das heule ich gleich. Ich kann nicht. Das ist traurig. Nach all der Mühe und den Anstrengungen eine ernüchternde Bilanz. 4 Tage später verhängt die Regierung einen erneuten Lockdown. Zum 2. Mal in diesem Jahr muss Anja ihr Restaurant schließen. Für uns Gastronomen ist das natürlich alles katastrophal. Wir dürfen keine Weihnachtsgeschäfte mehr machen. Also die Weihnachtsfeier, die Weihnachten, die Silvester, also liegt für uns einfach, ne?
Und ja, wir dürfen halt zurzeit nur Essen zu liefern machen. Die Gäste dürfen nur Essen abholen. Wir dürfen keiner hier begrüßen. Aber ja, muss man einfach durchschlagen und hoffen, dass alles schnell vorbei wird. Denn dann wollen Anja und ihr Team endlich mit der neuen Speisekarte von Frank Rosin durchstarten.